How long will you survive? Wie lange wirst du überleben? Ja, und unter diesem Motto fällt erstmal dieses kleine Let's Play vom Überlebenssimulator, möchte ich fast sagen. Ein kleines Survival-Horrorspiel mit dem Namen Zombie. Ein ganz besonderes Spiel, denn anders als in den meisten Spielen ist es hier nicht so, dass man einfach mal kurz lachend wieder aufsteht, wenn man gestorben ist, sondern es ist komplett endgültig. Also man stirbt tatsächlich ein für alle Mal, sobald man gestorben ist. Das ist, ja, ist so. Ist unser Controller einmal gestorben, ist man tot. Man wird zwar mit einem anderen Controller wieder wach, anderen Controller, mit einem anderen Protagonisten wieder wach und kann sich über ein paar Umwege auch gesammelte Items wiederholen, aber Charakterverbesserungen beispielsweise sind endgültig weg. Ich werde mir das mal überlegen, ob das hier wirklich ein komplettes Let's Play gibt oder ob das ja nur so ein Überlebens-Playthrough gibt. Ich will mir da mal alles offen halten. Ich habe hier schon einmal gespielt, so offscreen ein bisschen, 50 Minuten. Dabei bin ich bereits viermal gestorben. Also ich gehe nicht davon aus, dass das besonders lange wird, dieses Spiel hier. Wir spielen auf normal. Sollte die Resonanz des Spiels einigermaßen gut sein, dann werden wir das Spiel komplett durchspielen. Und wenn nicht, dann lassen wir es eben dabei, dass wir so lange spielen, bis wir das erste Mal gestorben sind. Das überlege ich mir noch. Wir haben noch ein paar Die Alchemie andere. des Reichtums aus dem Nichts wird eine Jetzt hören wir neuerliche erstmal das Plage über Intro, das danach erkläre ich Menschengeschlecht weiter. bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Ja, du. Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Ja, einen anderen Weg gibt es ja auch schon fast nicht mehr. Wir sehen, wir haben hier mit einigen Zombies zu tun, aber das soll uns hier erstmal nicht stören. Der bleibt hoffentlich freundlich liegen. L3 drücken, um zu rennen. Okay, das machen wir dann mal. Leiter hoch hier. Und hier geht's durch. Also wie gesagt, wir schauen mal, ob das hier ein kompletter. Ob das hier ein kompletter Playthrough wird oder halt nur bis zum ersten Tod. Ich hätte auch den Überlebensmodus nehmen können, dann wäre das Spiel beim ersten Tod tatsächlich vorbei gewesen. Aber Taschenlampe. Aber ich wollte das nicht so endgültig machen. Denn ja, auch wenn einige Spiele ja jetzt demnächst erscheinen, lass mich in Ruhe.
Zombie, auch wenn einige Spiele jetzt demnächst erscheinen, die wir auf jeden Fall spielen wollen, und Uncharted 4 haben wir ja auch noch in petto. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich die erste Folge davon schon hochgeladen habe zu diesem Zeitpunkt hier, aber wir werden es auf jeden Fall in petto haben. Dann ja, kann man das immer noch so als Standby-Projekt weiterführen, aber das kommt halt auch auf eure Resonanz an. Und ja, jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal darauf, diesen Playthrough so lang wie möglich zu halten. Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht. Aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Gut. Siehst du das Gerät auf der Werkbank? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Ist selbst gebaut. Ich nenn's Prepper Pad. Es ist eine Art Radar mit Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es brauchen. Kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Okay, siehst du das grüne Licht auf der Karte? Ja, Prepper Keycard erforderlich. Da kommen wir nicht rein. Ja, unser kleiner Freund, der uns hier gerettet hat, trägt den Namen Prepper. Ja, so viel wie Prepared, also der Vorbereitete, wenn man so will. Aktivieren wir das Ganze hier und sorgen für Licht. Geh zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitore an. Wunderbar, erstmal schauen wir uns hier aber noch ein bisschen um, wo wir hier eigentlich gelandet sind. Eine alte U-Bahn-Station ist es tatsächlich, wo er sich hier verbarrikadiert hat, und mit unserer Hilfe als ausführenden Posten sollen wir dann hier die ganze Geschichte in Sicherheit bringen. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Ja, also, wie gesagt, wir sind hier nicht ganz auf uns allein gestellt, sondern haben ein bisschen Hilfe. Der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Und Bob, den Inhalt brauchst du zum Überleben. Gut, finde den vorherigen Überlebenden. Und das bleibt auch tatsächlich gleich. Sollten wir sterben, dann, und gehen wir mal jetzt davon aus, wir würden dann weiterspielen, dann müssen wir den ganzen Krempel, den wir vorher gesammelt haben, müssen wir uns wiederholen, logischerweise, denn wir wollen ja nicht wieder von ganz, ganz vorne anfangen. Und wieder kriegen wir diese Sachen eben nur, indem wir den vorherigen Überlebenden töten und ja, uns quasi, können wir hier raus, ja, hier kommen wir raus, immer schön alles hinter uns wieder verschließen. Das ist die sicherste Methode, nicht drauf zu gehen. Ja, und uns quasi den Rucksack immer wieder zurückholen, denn da werden sich viele unserer Items drin befinden. So, ja, das hier habe ich aber alles schon mal gespielt, deswegen kenne ich den Weg noch so ungefähr. Ich glaube, hier mussten wir lang. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Okay, also wir sehen, die Richtung hier, die stimmt schon mal einigermaßen. Irgendwo hier wartet unser Rucksack auf uns. Los, da. Hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Nimm's als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst so. Auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Okay, so, das war relativ schön, schnell. Aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Okay. Ja, der labert mir ein bisschen zu viel, unser Prepper hier, aber das ist kein Problem. Am Anfang ist das sogar relativ nützlich. So, sobald wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Ja, ja. Vernachlässige den Schlaf nicht. Sobald wir den einmal das Tutorial hier erledigt haben, hält er sich ein bisschen mehr zurück und gibt uns mehr Zeit zum Reden.
Ja, also, Problem an dieser Sache ist, also wir haben jetzt hier schon mal eine Waffe gefunden, dieser Cricket-Schläger, der wird uns auch, ja, zumindest soweit wie ich gespielt habe, wird er uns weiter verfolgen. Sehr nützliche Waffe. Jetzt sollen wir in unseren Rucksack reingucken. Das tun wir aber am besten immer an einer Wand, so dass wir nur von vorne angegriffen werden können, denn das Spiel läuft in Echtzeit weiter. Das ist das Problem an der Geschichte. So dass wir quasi nicht vollständig zur Ruhe kommen. So, wir gucken uns den Inhalt unseres Rucksacks an. Eine Taschenlampe. Deine Taschenlampe wird mit Batterien betrieben und lockt die Infizierten an. Nutze sie sparsam, denn die Akkus entleeren sich im Betrieb. Schneller beim Fernlicht. Im ausgeschalteten Zustand laden sie sich wieder auf. Dann haben wir eine ganz normale Pistole. Dann einen mittleren Erste-Hilfe-Kasten. Pistolenmunition und halt den Cricket-Schläger. Wir können auch den Schnellzugriff bestimmen, also beispielsweise links der Cricket-Schläger, dann rechts die Pistole und Doppelklick rechts die erste Hilfe. So, wunderbar. Gute das wäre erledigt. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Links, rechts, wunderbar. Alles klärchen. So, ja, wie wir hauen, wissen wir mittlerweile. Das durften wir ja schon erfahren. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier zurück in Sicherheit, ins Safehouse kommen. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Machen wir. Wir sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Okay. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. So, wunderbar. Also, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Die Kameras reparieren sich nicht selbst. Gerne den CCT-Verteiler, das machen wir allerdings erst gleich, denn wir haben in diesem Spiel nur eine Möglichkeit, das Spiel zu speichern, und zwar über Schlafen. Schlafen wir hier im Safe Room, dann wird das Spiel gespeichert und wir werden hier wieder wach. Wenn wir überleben, dann kommen wir ja sowieso wieder zurück. Sterben wir, dann ja, sterben wir und werden hier eben mit einer anderen Person wieder wach. Wie gehabt. So, wir gucken mal in unseren Rucksack rein, ob wir hier irgendwelche Sachen noch haben, die wir lesen können. Beispielsweise Prepper Pad, Ausrüstung, mein Überlebensset. Das Prepper Pad ist das All-in-One-Überlebensgerät. Du kannst Karte, Scanner und Radar aufwerten. Die Zahl auf dem Prepper Pad-Symbol zeigt deine Stufe an. Je höher die Stufe ist, desto mehr Funktionen sind verfügbar. Auch diese Stufe verfällt wieder mit einem etwaigen Tod. So, Missionen haben wir hier. Um meine Karte zu aktualisieren, muss ich die CCTV-Verteiler in der Stadt finden, damit der Prepper sie hacken und so die Kameras wieder in Betrieb nehmen kann. Mehr Augen bedeuten mehr Informationen und bessere Planung. Im nahegelegenen Supermarkt kann man viele Dinge plündern, also fange ich mit den Kameraverteilern dort an. Dann meine Kennung, Überlebenspunkte, aktuelle Punkte, gespielte Überlebenszeit, getötete Infizierte, gespielte Überlebende. Also so eine Art, ja, was soll man sagen, so eine Art Statistik. Links unser Personalausweis, National Identity Card, Max Clark ist unser derzeitiger Überlebender. Männlich, ein britischer Staatsbürger aus London, 26 Jahre alt und von Beruf Chefassistent. Meine Fähigkeiten, wie gesagt, auch das hier alles Sachen, die man über oder nach einer Zeit aufwerten kann. Problem nur, auch diese Fähigkeiten verfallen mit einem etwaigen Tod. So, und dann haben wir hier eine Karte und mein Notizbuch. In dem Notizbuch steht noch nicht so viel drin. Und dann haben wir hier einen Überlebensleitfaden. Ja, das sind einfach Tipps, die uns das Spiel
gibt. Für einen schnelleren Zugriff auf deine Waffen weisen sie einen Schnellzugriffsplatz zu. Sei vorbereitet, das haben wir schon getan. Mit Geduld und Spucke, nimm dir die nötige Zeit, plündere alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und keine Panik, wenn du wie ein aufgescheuchtes Huhn rumläufst, wirst du sterben. Am Ende, wenn es um Leben und Tod geht, kommt es nur auf eins an: Vorbereitung. Untersuch deine Umgebung, durchstöbere alles nach Vorräten und füll das Safehouse. Unternimm, was nötig ist. Lauf um dein Leben, du fühlst dich überfordert, du musst nicht jede Pestbeule in London ausradieren, um zu überleben. Auch klar, also manchmal ist Flucht das beste Mittel. Es ist keine Schande, einem Kampf auszuweichen, wenn du den nächsten Tag erleben willst. Bahne dir einen Weg durch so viele Infizierte wie möglich und flüchte, um wertvolle Munition zu sparen. Manchmal ist Rückzug die beste Verteidigung. Halte immer Abstand, sonst futtern dich die Infizierten einfach zum Nachtisch und dräng sie verdammt nochmal zurück, bevor sie dir im Gesicht sitzen. Wenn du dir nur eine Sekunde verschaffen kannst, um den Hahn der Waffe zu spannen, kann das deine Haut retten. Ein Cricketschläger rettet dir nicht den Arsch, nicht bei einer ganzen Horde. Aber Mann gegen Mann ist er super und darüber hinaus leise. Gut, ja, was haben wir hier noch? Prepper Pad, gucken wir mal. Uiuiui, hier gibt es noch eine ganze Menge zu lesen. Sei leise, die Infizierten sind zwar, bleib gesund, bleib menschlich, lauf, okay, das hatten wir schon. Bleib gesund, bleib menschlich. Deine Gesundheitsanzeige verwandelt sich von grün nach rot und leert sich mit jeder Wunde, die dir von einem Infizierten, einer Explosion oder etwas anderem zugefügt wurde. Wenn die Anzeige vollständig geleert ist, stirbt deine Spielfigur. Vorsicht, jeder Biss ist tödlich. Es gibt keine zweite Chance. Wenn du gepackt und gebissen wirst, gehörst du zu den Infizierten. Versuche, deine Kraft immer zu erhalten. Nahrung und Erste-Hilfe-Kästen können dir bei der Wiederherstellung deiner Gesundheit helfen. Hol dir Vorräte. Kauf dir Zeit. Wenn du deine Gegner auch nur minimal aufhalten kannst, könnte es reichen, dein Leben zu retten. Kauf dir Zeit, indem du Holztüren verbarrikadierst. Wenn du Bretter im Inventar hast, kannst du eine Tür verstärken. Bedenke, Metalltüren kannst du nicht verbarrikadieren. Einige Möbel können bewegt werden. Zieh oder schieb Möbel vor Türen und leg versteckte Wege frei oder enthülle sie. Auch klar? Sei leise, die Infizierten sind zwar hirntot, aber sie können dich sehen und hören. Bleib unsichtbar und mach keine Geräusche, wenn du länger leben möchtest. Sei schlau, die Zerstörung des Gehirns eines Infizierten ist der schnellste Weg, ihn zu töten. Versuche Munition zu sparen und ziele direkt auf den Kopf. Stifte Verwirrung, wo es nur geht. Grelles Licht und Lärm locken die Hohlköpfe an. Nutze also Leuchtraketen und achte in der Umgebung auf Dinge, die du in die Luft jagen kannst. Okay. Geh nicht ohne Virozid aus dem Haus. Dank Dr. Peter Knight besitzt du eine Spritze mit Virozid. Benutze sie, wenn ein Infizierter dich ergreift, um ihn zu vergiften. Er darf dich jedoch noch nicht gebissen haben. Deine Spritze enthält nur eine Dosis, aber du kannst sie nachfüllen. Zum Auffüllen des Virozids scanne die Umgebung, um einen Infizierten mit benötigten Antikörpern zu finden. Analysiere ihn, um eine geschwollene Drüse zu isolieren. Töte ihn anschließend und sammle den infizierten Eiter auf. Na lecker. Lieber tot als untot. Gnadenstoß. Wenn du als neuer Überlebender im Safehouse erscheinst, kannst du deine ehemalige und nun infizierte Spielfigur aus ihrem Elend befreien und den Inhalt ihres Bugout-Packs plündern. Ja, das habe ich euch ja schon gesagt. Bleib deiner, such dir deine Waffe und bleib ihr treu. Je häufiger du einen Waffentyp benutzt, desto besser kannst du damit umgehen. Du lernst mit jeder Stufe schneller nachzuladen, den Rückstoß besser wegzustecken, die Waffe schneller zu ziehen und Gegner schneller anzuvisieren. In einem anderen Leben kannst du dich ja anders entscheiden. Okay, also wir verfolgen hier auch das Learning by Doing System. Das habe ich noch nicht gewusst. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier mal einen kurzen Leitfaden zum Überleben bekommen und diesem werden wir natürlich auch folgen, um dieses Let's Play hier nicht zu kurz zu machen, denn ich möchte hier nicht schon in der ersten Folge oder nach den ersten Minuten abkratzen, das würde mich empfindlich stören. Also wenigstens ja, ein bisschen sollten wir überleben. Gut, wir plündern alles, wir gucken alles nach oben drüber, wir schauen mal, ob es hier irgendwo etwas gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man diesen Scanner ausführt. Genau, mit L1 kann man sehen, wo sich Wege verstecken oder auch wo es Sachen zum Scannen gibt. Wir müssen erstmal hier rein, so wie ich das hier sehe. Ja.
Schauen wir mal, ob es hier irgendwo was gibt. Nö, aber hier irgendwo habe ich da gerade was gesehen. Gut, Karte aktualisiert. Wir haben hier einen Aktualisierungspunkt scheinbar. Genau, hier ist wieder irgendwas, wo wir noch nicht waren. Wir gucken mal. Doch, hier waren wir gerade einfach nur auf der anderen Seite. Drücke und halte R2 und dann R1 zum Schießen. Wunderbar. Und hier dann für die Pistole. Ja, das sollen wir auch einmal kurz ausprobieren. Wir laden die Waffe mal durch. Nur um ganz sicher zu sein. Na wunderbar. Also, wir sind glaube ich hier auf dem richtigen Wege. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Ja, mach das mal. In der Zwischenzeit gucken wir mal. Barrikade entfernen. Hammer benötigt. Okay, hier kommen wir also nicht rein. Da ist unser alter Ego, der sich da noch ein bisschen... Ja, der einfach ein bisschen abhängt. Haha, witzig. Und jetzt schauen wir mal. So, der öffnet die Tore für uns. Wunderbar. Wir gehen unten durch. Benutze im Bob. Ja, das haben wir bereits getan. Okay. So, hier liegen ein paar Leichen. Und wenn wir Zeit haben, dann immer die Schädel zertrümmern. Denn hier und da sind die gerne nochmal bereit, für eine zweite Runde ins Leben zurückzukehren. Da kann ich aber drauf verzichten, deswegen hauen wir denen einfach die Köpfe weg und ja, umgehen so das Palaver. So, hier unten gibt's Zombies, aber wir müssen ja nicht mehr Ärger machen, als sein muss. Ich glaube, wir müssen da noch gar nicht hin. Deswegen lassen wir die Zombies da unten mal Zombies sein und schauen uns erstmal hier in der oberen Etage um. Können wir mal... Okay, das sieht mir hier auch wieder irgendwie ein bisschen zu spooky aus. Da wollen wir auch erstmal von wegbleiben. Ja, nicht mehr Risiko als sein muss. Ich denke, hier werden wir schon einigermaßen klarkommen. Oh, hier liegen auch noch zwei. Den hauen wir auch mal eben den Schädel weg. Und hier haben wir direkt mal zwei Schuss für unsere Pistole gefunden. Das ist erfreulich. Nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Okay, wir haben eine Zeitung gefunden. Solche Dinge werden wir uns immer im Safehouse durchlesen. Da kann uns nichts passieren. Da sind wir sicher. Und da haben wir eben dann auch Zeit für sowas. So. Wo sind wir hier? Okay, da unten wandeln die Untoten. Da wandelt auch ein Untoter. Schädel einhauen. L1, um den Scanner zu benutzen. Karte aktualisiert, aber das sah so aus, als ob wir da nicht durchkommen. Klar. So. Okay, der Zombie hat irgendwas. Karte aktualisiert, Karte aktualisiert. Okay. Gut, da wissen wir jetzt schon mal vorher, worauf wir uns einlassen. Hier müssen wir rein. Komm, schieb das Ganze. Das hat er wahrscheinlich schon gehört. So, und jetzt machen wir mit dem hier ganz kurz einen Prozess. Oh, oh. Komm. Schön auf den Schädel zielen. Boom. Boom. So, und jetzt kriegt er von uns noch einen kleinen Gnadenstoß. Zack. Okay, das hat sich erledigt mit dem. Der hat ein Sprudelwasser dabei. Ein kleines Heil-Item füllt unsere Energie ein kleines bisschen wieder auf. Ist in Ordnung. Alles, was die Energie ein bisschen auffüllt, nehmen wir natürlich. So, okidoki. Was haben wir hier? Da können wir nichts mit anfangen. Schauen wir mal hier in den Schrank noch rein, ob sich hier irgendwas versteckt. Auch nicht. Okay. So, kurz das Mikro richten. Und jetzt geht's schon weiter. Plündern. Auch nichts drin. Wo versteckt sich denn die Keycard hier? Aha, da ist sie ja. So, Keycard gefunden. Hier hat irgendwas noch
Holzbretter, okay. Wir haben ein paar Bretter gefunden. Barrikade entfernen. Dafür brauchen wir immer noch einen Hammer. Verstehe. Da hat sich wohl vor uns schon irgendjemand verbarrikadiert. Die Zombies sind alle noch da unten. Okay. Gut. Na wunderbar. Dann sind wir doch good to go. Würde ich sagen. Hierfür werden wir wahrscheinlich die Keycard brauchen. Genau so sieht's aus. Das Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben vom Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, wenn wir wussten, was kommt. Gut, okay. Dann, ja, gut, dass ihr wusstet, was kommt. Aufheben, großer Erste-Hilfe-Kasten. Bringt, glaube ich, sämtliche Energie zurück. Noch ein bisschen Pistolenmunition. Auch schön. Na, da kann man noch nicht meckern im Moment. Läuft das doch. Wo kommen wir hier hin? Stirb. So, gucken wir mal, ob du irgendwas dabei hast. Ja, einen kleinen Kuchen hast du dabei. Sehr schön. So, so. Was ist hier noch los? Leiter benutzen möchte ich noch nicht. Ich möchte mich erstmal weiter umsehen. Ach ja, wir haben hier auch noch einen Fernlichtmodus. Bisschen heller das Licht so. Und so halt wieder etwas dunkler. Problem an Licht ist, das lockt auch immer Zombies an. Deswegen bin ich da immer etwas sparsam mit. Ich möchte nämlich, wie gesagt, nicht allzu schnell als Zombie-Futter enden. Genau. So, erstmal reicht das. Da steht Exit. Exit ist immer schön. Aber erstmal gucken wir noch auf der anderen Seite hier, ob sich hier irgendwas finden lässt. Ja, das wäre wohl dieselbe. Wäre wohl dasselbe gewesen, ob wir da runtergegangen wären oder nicht. Aber runter ist irgendwie immer so endgültig. So. Wunderbar. Also, das Tutorial, nenne ich es mal, haben wir damit schon mal abgeschlossen. Und jetzt gehen wir raus auf die Londoner Straßen. Was sollen wir eigentlich nochmal machen? Genau, die CCTV-Verteiler scannen, damit wir eine bessere Übersicht in unserem Safehouse haben. Aber wir sind noch gar nicht draußen. Zombie hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Ja, das sehen wir. Obwohl ich jetzt auch nicht so der Experte darin bin. Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Wunderbar. Kommen und gehen. Ja, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich lieber komme als gehe. Denn, ja, gehen ist immer so nicht so toll. Okay, Brick Lane Markt, Hanbury Green. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst. Damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Okay, da warten aber schon einige Untote auf uns, die sich gerne an unserem Fleisch ergötzen möchten. Ja, die lassen wir da mal ganz schnell in Frieden. Hier ist schon so ein Verteiler. Das weiß ich noch, denn hier habe ich noch gespielt. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Okay, habe ich verstanden. Wo ist denn der nächste Verteiler? Wir gehen mal nicht hier lang, da steht schon ein kleiner Zombie. Wir gehen mal hier oben lang. Was haben wir denn hier? Leuchtraketen. Ah. Ja, die könnten nützlich sein. Grelles Licht verwirrt die Dummköpfe. Grelles Licht verwirrt die Dummköpfe, habe ich verstanden. Okay, wo sind wir hier? Alles mit äußerster Vorsicht sollten wir hier machen. Denn man weiß nicht, von wo auf einmal hier gleich einer rausgeschossen kommt. Ja, hier geht's aber auch nicht weiter. Gut, das hier ist tatsächlich nur ein einzelner Zombie. Ich glaube, den können wir platt machen, aber das bringt nicht wirklich was. Denn wir müssen da gar nicht lang. Aber ein bisschen
zur Erprobung unserer Kampfskills können wir den ja trotzdem mal hier platt machen. Denn das lockt keine weiteren Zombies an hier, wenn wir es mit dem Cricket-Schläger machen. So. Na, nah genug ran. Hallo. Ja, die Steuerung, die hakt manchmal so ein bisschen. Das ist manchmal... Boah, da werden wir auch noch getroffen. Unglaublich. Ah, okay. Kleines Objekt. Wir haben aber wieder einen Kuchen hinzugefügt. Den müssen wir uns kurz aus unserem Rucksack nehmen. Ah, nein, 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 nein. Oh, schwerer Fehler. Schwerer Fehler. So. Gut. Küchlein. Essen wir. Und damit sind wir wieder bei bester Gesundheit. Ja, das müssen wir noch ein bisschen lernen hier. Schauen wir mal, wo geht das hier rein? Öffnen. Okay, was ist das? In der Nähe ist ein Gulli. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Okay, Abkürzung benutzen. Also, das haben wir hier schon mal freigeschaltet. Wir finden hier in der ganzen Umgebung diese Gullideckel. Und von denen aus können wir ganz zombie-sicher wieder zurück ins Safehouse gelangen. Eine sehr praktische Geschichte. Und du bleibst da direkt liegen. Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Okay. Gut, der hat nichts dabei. Immer schön hinter uns die Türen schließen, das ist ganz wichtig. Denn so wissen wir, von wo wir gekommen sind. Okay. So, nee, so wissen wir nicht, von wo wir gekommen sind. Das war Quatsch. Aber wir wissen, dass hinter uns nichts kommt. So, das wollte ich eigentlich sagen. Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Ja, wir nutzen es manuell und wir sehen einige Zombies. Das gefällt uns nicht, aber... Was finden wir hier? Oh, Leuchtraketen. Mehr Leuchtraketen. Ich hoffe nicht, dass jede Leuchtrakete jetzt einen Platz wegnimmt. Doch, tatsächlich. Gut, wir werden mal die erste Leuchtrakete hier direkt benutzen. Wir haben... Haben wir nur einen Zombie hier? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist es nur einer? Naja, egal. Wir probieren mal dieses Leuchtraketensystem aus. Oh... Falsche Taste gedrückt. Okay, hiermit drehen wir uns. Okay. So, sehr gut. Ah, da kriecht auch noch einer rum. Boah, das hat Schaden gemacht. Verdammt. Oh nein, ey, da waren wir ein bisschen zu spät dran. Eieiei. Okay, wir rennen mal besser durch. So, öffnen. Ah, oh, Scheiße. Der war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Schnell rein. Ich komme nicht rein. Hilfe, Alter. Ah, fuck, jetzt geht's hier schon los. Oh, oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Betreten. Oh. Ho, ho, ho. Okay, da war es schon zum ersten Mal knapp, würde ich sagen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Da war es zum ersten Mal ein bisschen knapp. Okay, also hier draußen befinden sich jetzt die ganzen Pestbeulen. Ja, Stange entfernen. Wir werden Teufel tun und die Stange entfernen. Aber wir werden mal einen Schluck Sprudelwasser trinken. Denn das sollte unserer Energie wieder auf die Sprünge helfen. Na, wir brauchen auch noch einen Kuchen zusätzlich. So, jetzt haben wir wieder gute Energie. Und damit kann es hier weitergehen. Wir benutzen natürlich mal eben unseren Scan hier. Schauen, was sich hier versteckt. Da unten haben wir die Karte aktualisiert. Und ansonsten gibt es nichts weiter. Gut. So, Alter, wo kommst du denn her? Ist mit dir nicht richtig, ey. So, boom. Plündern und dann hast du noch nicht mal was drin. Oder noch nicht mal was dabei. Frechheit. So. Eieiei, was ist mit dir falsch? Komm runter. Okay, dein Kopf ist auch Matsche.
Pistolen, Munition und Energy Drink. Ja, wunderbar. Der hat also auch wieder was dabei, um uns zu heilen. Das ist erstmal das Wichtigste. Munition und Heil-Items. Auf alles andere kann man erstmal verzichten. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Such dir einen Hammer. Gut. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. So, wir schauen erstmal nach hier, was es alles für Möglichkeiten gibt. Okay, die Möglichkeiten halten sich hier ein bisschen in Grenzen. Wir schauen mal in den Erste-Hilfe-Kasten. Der ist leer. Finde ich nicht so toll. Und jetzt schauen wir mal, was es hier zu plündern gibt. Einen Hammer. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst. Ja, werden wir machen. Aber erst einmal... Ach, verdammt. Barrikade entfernen. So, jetzt X drücken. Gut, rein in den Supermarkt, Tür hinter uns schließen und schauen, was hier auf uns wartet. Ja, ungefähr bis hierhin habe ich gespielt, viel weiter bin ich nicht gekommen. Diesmal stelle ich mich schon deutlich besser an als beim letzten Mal, aber beim letzten Mal habe ich auch wirklich versucht, es auf die Spitze zu treiben, habe erstmal ausgelotet, okay, wie viele Schläge halten wir denn aus von den Zombies und. Von daher, ja, das ist hier natürlich nicht unser Ziel, sondern unser Ziel... Boah, diese Ratten, die erschrecken mich manchmal. Oh, wer und wo? Ah, komm her, Fräulein. Ich habe nicht wirklich vor, mich von dir töten zu lassen. So, plündern. Du hast nichts dabei und da kommt schon der nächste Genosse. Stirb. Boah, da war, mit zwei Treffern haben wir dich platt gemacht. Ja, wunderbar. Und wir hören noch jemanden. Wir hören noch jemanden. Aber hier im Supermarkt wird es bestimmt erstmal eine ganze Menge nützlichen Krempel geben. Deswegen scannen wir mal hier. Okay, da haben wir so eine... Was haben wir denn hier zum Beispiel? Hier, der hat noch einen Kopf. Alles, was einen Kopf hat, ist eine potenzielle Gefahr. So, hier haben wir ein bisschen Schokolade. Heil-Item also. Gerne genommen. So, nix. Was haben wir da hinten? Eine Tür. Hier haben wir etwas und da haben wir etwas. So, was wartet hier? Ein bisschen Saft. Wunderbar. Kopf zertrümmern. Nichts weiter. So, was gibt's hier? Aufheben. Eine Streuungsaufwertung, okay. Für unsere Waffe. Oder was? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Das wäre natürlich cool, wenn wir jetzt mit unserem Cricket-Schläger eine größere Streuung erreichen könnten. Wir aktualisieren hier weiter die Karte und gucken mal, dass wir hier durchkommen. Was haben wir hier? Plündern. Den Rucksack können wir plündern. Nee. Die Schublade. Hier können wir noch reingucken. Auch nichts drin. Was ist hier im Schränkchen? Auch nichts drin. Aufheben. Was können wir aufheben? Inventar ist voll. Wie, Inventar ist voll? Kann nicht sein. Doch, kann sein. Taschenlampe, Pistole, Munition. Ja, wir sind aber auch vollster Energie, also irgendwas essen hat jetzt auch keinen Sinn. Gut, dann müssen die Bretter wohl hier bleiben. Obwohl, wenn wir jetzt zweimal Bretter finden, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir die auch gebrauchen können in nächster Zeit. Ja, es hilft ja nichts. Wir lassen das mal so. Gucken mal, was hier drin ist. Okay, hier waren wir tatsächlich schon. Hier kommen wir auch nicht raus. Und hier ist unser Zielort. So, da geht's in den Keller. Wenn du den Kasten findest, schließ das Pad an, um die Kameras zu aktivieren. Machen wir, Chef, kein Problem. Schließ das Pad an. Also sollen wir das Pad wieder scannen. Quasi. Plündern. Okay, so, sonst irgendwelche Pestbeulen hier. Boah, das ist echt ärgerlich, dass wir so wenig Inventarplatz haben.
Okay, wo ist denn das Pad? Hier, wir sind dran vorbeigelaufen. Scannen wir die ganze Geschichte. Gut. Gut. Die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scannst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Na toll. Schau auf dein Pad. Ah, ein Zombie. Oje, oje. Okay. Oh, geh weg. Wir probieren mal unsere Pistole aus, würde ich sagen. Wunderbar. Zwei Schuss, das hat ja geklappt. Und das war's. Nur mal, um eine kleine Zielhilfe hier zu kriegen. Nun such den Weg zur Abkürzung von vorhin. Und schieb deinen Arsch in einem Stück zurück ins Safehouse. Ja, ich gebe mir natürlich Mühe, meinen Arsch in einem Stück zurück ins Safehouse zu schieben. Ja, einfach nur mal kurz Probe geschossen, falls das mal irgendwann notwendig wird. Dann haben wir jetzt immerhin schon mal ein bisschen Erfahrung damit. Und ich habe so das Gefühl, dass das gleich irgendwann mal notwendig werden könnte. So, wir sind wieder draußen. Oh, oh. Der Drecksack macht genug Lärm, um Tote aufzuwecken. So, Los, raus da! So. Okay. Okay, okay, okay. So. So, da ist die Leuchtrakete. Die rennen alle der Leuchtrakete hinterher. Boah, und wir sind jetzt voll im Falschen. Oh nein, ey. Nein, da kommen wir nicht rein. Scheiße. Oh Mann. Okay, wo geht's rein? Wo geht's rein? Hier muss ich irgendwo reingehen. Alter Schwede, wieso kann der uns. Also hier. Da geht's durch. Ja, oh nein, ey. Treffer. Treffer versenkt. Okay, renn, 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 renn. Los, 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 los. Hier ist das Safehouse. Los, los, los. Und rein hier. Ausgang benutzen. Ja, beeil dich. Ins Safehouse. Puh, okay. Sehr gut. Das wäre erledigt. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Sobald wir am Dings sind, ist das trotzdem noch nicht die Zeit angehalten. Also wir müssen tatsächlich dann auch sehr schnell uns überlegen, wo wir denn hinwollen, denn ansonsten warten da schon so, wieder also zurück. Zombie. Vielleicht ist dir Wellen. Im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Es wird Zeit, sie mir zu zeigen. Okay, wir sollen also erstmal zurück in den Hauptraum jetzt. Wir haben tatsächlich ein bisschen länger überlebt, als ich gedacht hätte. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass wir hier schon in dieser ersten Folge sterben und das Projekt damit erstmal wieder auf Standby geschaltet wird. Aber nein, wir haben überlebt und deswegen wird es auf jeden Fall noch eine zweite Folge Zombie geben. Ich bedanke mich hier erstmal fürs Zusehen und wir spielen beim nächsten Mal weiter. Dankeschön, alles Gute, ciao.